zusammen, ich grüße euch. Weiter geht's mit dem Bau meiner Modellbahn. Der Dennis ist auch wieder da. Morgen. Ja, heute wird auf jeden Fall angefangen mit der zweiten Ebene. Der Dennis hat schon alles geholt im Baumarkt, weil das liegt auf dem Weg von ihm, wenn er nach mir kommt. Und hat ein Brett mitgebracht, was jetzt 1,80 m x 30 cm tief ist. Das ist jetzt hier für hier vorne, für die eine Ebene höher. Den Rest machen wir alles aus so, wie nennt sich die, das Holz? Pappelholz. Pappelholz und dünnes Holz, da machen wir damit die Auffahrten. Jetzt ist Dennis gerade am Ausmessen und klebt dann gleich dann die kleinen Klötze da drunter, damit das hoch steht. Und dann müssen wir nachher dann alles ein bisschen ausrichten, dann die Auffahrt bauen und mal gucken, wie weit wir heute kommen. Ja, das war es jetzt auch erstmal im Großen und Ganzen. Eventuell fahren wir gleich nochmal ins MOVA-Fachgeschäft. Wir brauchen nämlich noch Nägel oder Gleisschrauben. Je nachdem muss ich mal gucken, was ich daneben kleben möchte, die Gleise ungern. Und ich denke mal, da sollten wir ja heute einiges schaffen. Natürlich gut Ding will Weile haben, das schauen wir. Gut. So, ich habe jetzt die Löcher vorgebohrt für die Hölzer, die unter der Platte kommen. Also das ist jetzt hier die Höhe, die ich habe, also für die eigene Ebene höher. Jetzt kleben wir das gleich, schrauben oben dann die Schraube rein und dann richten wir das so ein bisschen aus. Und wenn wir dann das so halbwegs ausgerichtet haben, kommt unten auch nochmal Kleber dran. Ja, ihr habt ja jetzt gesehen, wie wir die zweite Ebene gemacht haben. Also wir haben hier vorgebohrt, die Schrauben reingedreht schon. Dann hat der Dennis hier mit Holzleim auf die Klötze drauf und dann haben wir die festgedreht. Und ich denke, das sieht ganz gut aus und jetzt habt ihr auch den Ausmaß von meiner zweiten Ebene. Also wie gesagt, hier kommt nur die Paradespritte drauf, also zwei Gleise. Die kommen dann hier hin bis hier vorne. Da kommt dann eine Dreiwegweiche, weil da sollte dann eine Abzweigung hingehen, hier oben irgendwo. Wo ein Sägewerk oder irgendein Industriegebäude ist, das weiß ich noch nicht genau. Ja, und dann hier wird das dann natürlich gemacht mit der Auffahrt, die wir dann noch fertig machen aus dem Pappelholz und auf der anderen Seite natürlich auch. Ja, dann hat man hier noch Gelegenheit, also die Gleise werden so in der Mitte liegen, dann habe ich hier noch ein bisschen Gelegenheit, ein paar Bäume hinzupacken, da vorne noch ein paar Bäume hinzupacken. Eventuell reicht es auch für so einen kleinen Feldweg, da muss ich aber mal gucken, was ich mir da noch so einen Hintergrund hole, dabei bin ich nämlich auch noch unschlüssig. Dennis, was machst du jetzt da? Ja, jetzt werden wir mal das Brett noch in der Mitte durchsägen. Ja. Dann kommt das links rechts noch an die zweite Ebene als Abtrennung, weil das ist ja praktisch nicht Modul, aber als Abtrennung, falls du mal links oder rechts abtrennen musst. Alles klar. Ja, damit du dann nicht da großartig... Also wir bauen ja schon so, dass ich notfalls die Anlage auseinandernehmen kann. Und wir müssen auch richtig bauen, weil ein Bauinspektor ist bei uns. Der beobachtet alles. Ja gut, jetzt guckt er momentan aus dem Fenster. Ey, Inspektor. Ja, kein Interesse. Aber er ist nämlich zufrieden. Ja, ne, wartet erstmal. Da ist unten mehr los als oben. Ja, dann zeigen wir euch gleich, wenn die Teile da dran sind. So, jetzt hatte Dennis die Seitenteile dran gemacht. Er hat auch eine Aussparung gemacht für das dritte Gleis, beziehungsweise den halben Kreis, den ich hier zur Verfügung habe, weil der verläuft ja dann auch unter der Ebene hier. Das sieht man also nicht. Der wird komplett bedeckt sein und ihr oben habt da dann schon mal eine Vorstellung, was so Platzverhältnisse ich habe. Also da sollen auch keine Häuser drauf. Da kommt jetzt nur Landschaft hin. Hier kommt dann so ein Hang hin mit ein paar Bäumen, Büsche, je nachdem. Was ich hier hin mache, wird auch irgendwie ein bisschen Grünzeug sein, vielleicht einen kleinen Weg. Da muss ich aber mal sehen, wenn diese Seite da fertig ist. Aber es geht jetzt erstmal hier nur um die Steigung und die zweite Ebene, wo die Gleise drauf führen. Und ich denke mal, das passt. Ja, hier kommt ja sowieso ein Tunnel hin. Den Tunnel lassen wir dann hier auslaufen. Da kommen dann nur Bäume drauf, Gebüsche, was auch alles es gibt an Grünzeug. Ich muss mal gucken. Und dann lassen wir das auch nicht so glatt, dann machen wir da, glaube ich, auch ein bisschen uneben. Da wollen wir mal schauen, was dabei genau herauskommt. So, wir haben jetzt die Auffahrtrampen hingelegt, beziehungsweise so grob hingelegt, haben die Gleise drauf gemacht, um einfach mal zu gucken, wie sieht das Ganze aus. Wir werden gleich noch das Teil an dem Teil anschließen und statt die Lücke da zu füllen, machen wir hier die Ecke dann mit dem kleinen Teil zu, oder Dennis? Ja, ja, so machen wir das. Ja, ich habe das jetzt nicht aufgenommen, das mache ich gleich auf der anderen Seite oder später, wie ich das auf der anderen Seite mache, da zeige ich euch das.
Und hier wird natürlich noch zugemacht, weil hier ist ja der halbe Kreis, der dann unterirdisch, also beziehungsweise verdeckt ist, wo du eigentlich nie was siehst von quasi. Den Zug siehst du nur in dem vorderen Bereich. Aber das ist ja einfach nur dafür da, dass ich vielleicht mal den Zug mal einfach mal einen Tunnel fahren lasse, statt immer nur nach oben. Da gucken wir mal. Ja, und das wird auf jeden Fall noch abgedeckt dann alles. Da kommt dann auch noch eine Platte hin, weil ich habe hier schon ein Anschlussgleis für ein kleines Industriegebiet. Da müssen wir mal sehen, wie wir das genau machen. Weil viele Möglichkeiten habe ich jetzt hier nicht, auch nicht viele Möglichkeiten, Häuser hinzustellen. Die Häuser, die ich mir schon rausgesucht habe, werden wohl hier nicht hinpassen. Ich glaube, nur 3 Stück bis jetzt. Ja, natürlich Bahnhofsgebäude ist klar, Stellwerk und noch ein bisschen Industrie. Ja, das passt drauf, aber hier so eine große Stadtzeile, das werde ich wohl nicht hinbekommen. Weil hier kommt ja mein Bahnhof hin, dann ist hier Böschung. Ich muss einfach mal sehen, was noch so übrig bleibt am Platz. Ja, und hier kommt noch so ein kleiner Güterschuppen hin, so ein Lagerplatz. Also das ist mehr Industrie und viel mit Bäumen, wo ich mit arbeite. Also nur Grünzeug. Und wo jetzt irgendwo noch in der Ecke eine Burg hinkommt, die kommt auf jeden Fall. Nur wo sie genau hinkommt, das weiß ich noch nicht. Das werde ich erstmal sehen, wenn hier halbwegs schon alles steht. Und dann kann ich immer noch planen. Vielleicht passt das ein oder andere noch mehr hin. Aber letztendlich ist das auch mein Wunsch gewesen, nicht viele Häuser auf der Platte zu haben, sondern mehr Grünzeug. Und dann wollen wir mal gucken. So, da bin ich wieder. Der Dennis und ich haben jetzt 2 Tage Pause an der Bahn gemacht. Ist klar, es ist auch Ostern. Dann hat man auch nicht so die Zeit und Lust, die ganze Zeit immer nur an einem Mover zu basteln. Tut doch mal ganz gut, die Pause. Aber wir sind relativ flott vorangekommen, wenn man mal bedenkt, letzte Woche Donnerstag haben wir angefangen und wir haben heute Ostermontag. Und dass ich schon so weit bin, wenn mir das einer vor 2 Wochen gesagt hätte, hätte ich das nicht für möglich gehalten. Aber umso besser ist das und ich bin happy, dass ich jetzt hier schon meine Züge fahren lassen kann. Ja, entschuldigen möchte ich mich auch bei euch. Eigentlich wollten wir ja euch zeigen, wie wir die Auffahrtrampe auf der rechten Seite machen. Aber der Dennis und ich waren so in Arbeitswahn, dass wir das Film komplett vergessen haben. Hinzu kam noch, dass mich der Frank vom Kanal Fischmoppels Eisenbahn besucht hat. Da waren wir hier am Quatschen bis 12 Uhr, haben noch gemütlich was zusammen gegessen. Da ist das einfach untergegangen, das Film. Aber ich denke mal, es wird noch genug Sachen sein, die ich euch zeigen kann, wie und wo ich was dann genau mache. Das könnt ihr dann alles sehen. Nur halt leider hat das mit der Auffahrtrampe nicht geklappt zu filmen. Ja, nochmal zur Strecke. Es ist eine 2-gleisige Hauptstrecke, die einmal hier hochführt auf dieser Ebene und da wieder runterkommt und quasi noch eine halbe Strecke. Die siehst du quasi nur, wenn da ein Zug drauf ist, wie er rechts in den Tunnel reinfährt und links aus dem Tunnel wieder rauskommt. Der ist also nur zu sehen, der Zug im vorderen Bereich. Ja, dann habe ich hier in der Ecke ein kleines Abstellgleis oder 2 kleine Abstellgleise. Das wird aber auch noch ein bisschen umgeändert, weil da kommt irgendwie so ein Güterschuppen hin. Da muss ich mal sehen, aber ein Güterschuppen auf jeden Fall. Ich muss nur gucken, was ich da am Platz genau zur Verfügung habe. Und hier oben links kommt ja dann auch noch ein Brett drüber und da kommt dann ein kleines Sägewerk hin. Da kommen dann auch nochmal 2 Gleise. Dann habe ich also die Möglichkeit, ein bisschen zu rangieren, von oben die Wagen holen, nach unten bringen oder umgekehrt. Also da fällt mir schon was ein und Spaß ist garantiert gegeben, zumindest für mich. Ja, ich werde euch jetzt mal genau zeigen, was ich hier jetzt hier gemacht habe und lasst da mal die Züge fahren. Ihr könnt jetzt das auch schon besser erkennen. Jetzt stehen da nicht die ganzen Blu-rays rum. Das war so, glaube ich, ein bisschen unübersichtlich, aber das war ja erstmal nur, um euch zu zeigen, wie was ungefähr aussehen könnte. Und jetzt seht ihr das Ganze schon, wie es fast final ist. So, fangen wir mal mit der Ecke an. Ihr seht hier oben, hier ist eine Dreiwegweiche drin. Hier haben wir schon ein Gleis gemacht, was nachher hier auf dieses Brett führen soll, wo so ein kleines Sägewerk hinkommt. Das Gleis, was ihr jetzt hier seht, wo der ICE steht, das siehst du später nicht mehr. Das ist komplett zu. Das geht wohl, glaube ich, erst ab hier, wo das Tunnelportal ist, auf. Beziehungsweise da sieht man dann erst den Zug, wie er da rauskommt. Hier in der Ecke, ab hier kommt dann der Tunnel hin, ist dann komplett geschlossen, der ganze Halbkreis da. Und wird wohl da enden, der Tunnel, so dass man da schön noch den Knick sieht, wie der Zug dann da rauskommt und hier so in der Mitte fährt. Ich habe vor, eventuell hier noch eine recht, so 2 Weichen einzubauen und eine Weiche für so ein kleines Stumpfgleis, wo man eine Lok hinstellen kann. Hier oben soll auch nicht viel hin, nur Bäume, Gebüsche und so weiter und ein Stellwerk. Mehr möchte ich da gar nicht hinhaben. Ja, hier in der Ecke muss ich natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Hier kann ich nicht so hoch bauen. Ich muss ja auch mal das Fenster aufmachen. Gut, ich habe jetzt die Möglichkeit, die Platte ein bisschen nach hinten zu ziehen. Dann habe ich da auch noch mehr Spielraum. Aber hier gehe ich nicht so hoch hinaus. Hier wird nur zugemacht bis hierhin circa, weil das ist ja der Mittelkreis und der muss ja auch verdeckt sein. Dann will ich dann einfach hier zumachen und hier kommt dann so eine Mauer drumherum, dass man das nicht mehr sieht. Tunnelportal wird wohl hier hinkommen und das
war es dann auch im Großen und Ganzen. Mal gucken, was da oben noch alles drauf kommt, aber da wird mir sicherlich das ein oder andere noch einfallen. Ja, hier auch noch wird mit Bäumen ein bisschen gearbeitet, aber das sind ja alles so Sachen, bis dahin habe ich ja noch viel Zeit, ja, wenn es da losgeht. Hier unten habe ich vor, also ich hoffe, ihr könnt es erkennen, hier soll noch eine Weiche oder zwei Weichen rein. Da möchte ich zwei Stumpfgleise machen, dass ich da mal ein ICE parken kann. Allerdings hatte ich erst vorgehabt, irgendwie das Gleis zu verbinden mit denen hier, damit ich da keine Probleme habe. Aber das kriegen wir irgendwie nicht hin und ich möchte jetzt auch nicht mehr Geld ausgeben für Schienen. Ich habe jetzt genug ausgegeben. Da habe ich mir überlegt, ich mache zwei Stumpfgleise. Platz genug für meinen ICE, also in der Größe, wie ich ihn fahre, habe ich auf jeden Fall. Dann kommt hier irgendwie so ein kleiner Kontakt rein, dass wenn ich das sehe, wenn dann Zug rüberfährt, dann leuchtet da irgendwie was rot, eine LED später, dann weiß ich Bescheid, der Zug ist da, stoppen, dann haut der mich nicht irgendwie gegen den Prellbock. Ja, also das reicht mir auf jeden Fall, weil auf Schattenbahnhof habe ich verzichtet. Ja, das war's dann, wie gesagt. Also wenn der Zug jetzt fährt, der hat jetzt hier die Möglichkeit, einmal hier nach oben zu fahren oder von oben zu kommen. Oder ich stelle hier die Weiche, dann fährt er halt hier rum, einmal drunter und wie gesagt, kommt dann da wieder raus. Das muss ich auch verdecken, weil ich hier einen ganz bescheidenen Kurvenradius genommen habe. Der Zug fährt da einwandfrei durch oder fast alle Züge fahren einwandfrei durch. Nur es sieht halt sehr bescheiden aus. Deswegen wird das verdeckt und glaube ich passt ganz gut. Jo, was gibt es noch? Ja, hier wird mein Bahnsteig hinkommen. Also ich habe mir dann die Möglichkeit, einen schönen langen Bahnsteig zu machen. Der ist auch ein bisschen breiter. Den mache ich diesmal mit Bahnsteigkanten. Da wird nicht mit Holz gearbeitet. Hier kommt ja dann schon das Bahnhofsgebäude hin. Und das war's dann auch. Ja, also viel Möglichkeiten, Gebäude hinzustellen, habe ich nicht, möchte ich auch nicht. Ja, hier mache ich so eine kleine Mauer hin und dann kommt hier dann halt Felsen oder Böschung. Da muss ich mal gucken, wie ich das genau mache. Also das geht jetzt nicht so gerade runter, das wird so leicht ein bisschen angewinkelt. Und dann ist ja hier schon die Straße. Das reicht mir und das ist so, wie ich mir das vorstelle. Ich glaube, das wird dann später ganz gut aussehen. Ich kann ja jetzt mal die Züge fahren lassen, damit ihr mal seht, wie die ganze Geschichte aussieht. Also wir gucken uns erstmal den IC an, wie er fährt, und den ICE. Der fährt jetzt erstmal nach oben. So, jetzt dreht er seine Runde. Und ich habe jetzt hier die Möglichkeit, wenn ich mal schnell hier rüber schwenke, die Weiche zu stellen. Dann fährt er dann halt nicht nach oben und fährt geradeaus. Ihr seht selber, der Zug fährt gut durch, allerdings der Bogen sieht bescheiden aus, aber das siehst du ja später unter der Platte nicht. Ja, und dann fährt er halt die ganze Weile unsichtbar unter der Platte. Und ist dann wohl erst ab hier wieder zu sehen. Ich finde das ganz nett. Da habe ich noch ein bisschen Platz ausgenutzt, damit ich ein bisschen die Züge fahren lassen kann. So passt das. Ich mache mal ein bisschen leiser, vielleicht ist das ein bisschen zu laut oder ich mache aus. Ja, hier muss natürlich noch ein bisschen ausgerichtet werden. Ich bin schon fleißig Probefahrten am Machen. Aber ein, zwei Loks, die machen ein bisschen Ärger. Aber das ist normal, die ist auch eine Lok, die auch unten Ärger gemacht hat, wenn sie über eine Doppelkreuzungsweiche gefahren ist oder eine Bogenweiche gefahren ist. Da gibt es halt manchmal so Montagsloks oder Lokomotiven, die halt nicht so dann funktionieren. Aber im Endeffekt läuft hier alles wunderbar. Ich habe noch jede Menge Sachen, was ich testen muss, weil ich teste jedes Rollmaterial hier drauf. Und da habe ich noch ein bisschen zu tun und später kommt der Dennis, dann richtet man das alles noch ein bisschen hier aus. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist das schon fertig. Das Brett muss auch noch richtig fixiert werden hier an der Platte. Wir haben nur oben eine Schraube reingemacht mit Holzleim. Das muss unten auch noch fixiert werden. Das machen wir aber erst, wenn wir da die Gleise gelegt haben. Aber ich glaube, so kann sich das alles sehen lassen. Wie gesagt, das wird hier auch noch alles zugemacht. Dann habe ich hier also noch genug Möglichkeiten, irgendwie was hinzustellen. Dann habe ich hier vielleicht so eine Häuserreihe mit drei Häusern, die ich da noch hinstelle. Das Sägewerk in der Ecke, die Burg. Das war's dann auch. Ja, hier kommt dann eine Post hin, Bahnhofsgebäude, noch ein kleines Gebäude für den Bahnhof. Dann ist ja hier auch Bahnsteig. Mal gucken, was ich da noch hinstellen kann. Ich weiß es nicht, vielleicht auch nichts. Aber das sieht man ja erst, wenn man hier gebaut hat. Hier kommt dann so eine kleine Mauer hin. Oder hier schon, wo es dann halt zu dem Güterbahnhof geht. Ja, ja, das soll es jetzt auch erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ich kann euch im nächsten Video ein bisschen mehr zeigen. Wie gesagt, es ist schon keine schlechte Geschichte jetzt hier. Ich bin zufrieden.
Ups. Ja, ist jetzt schlecht. Ich habe halt nicht so den Winkel, dass ich euch alles komplett zeigen kann. Aber ich denke mal, das wird schon was werden. Ich bin guter Dinge. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen. Wir sind zwar jetzt zügig vorangekommen, aber in dem Tempo wird es jetzt halt leider nicht weitergehen, weil ich habe noch einige Sachen zu tun, der Dennis hat noch was zu tun. Ich denke mal, in 1-2 Wochen geht es ja richtig weiter, aber wer weiß, man muss gucken. Ich muss aber erstmal sehen, was ich jetzt noch hier an Material brauche, wie teuer das ist, das muss ja auch alles finanzierbar sein. 2 Weichen brauche ich auf jeden Fall noch oder 3 Weichen, die muss ich mir holen. Und ja, dann Mauerteile, das weiß ich schon, aber bevor ich jetzt halt mit dem Dekozeug und sowas anfange, fehlen mir erstmal noch 2 Bretter. Das muss dann nochmal vernünftig ausgemessen werden und dass die Ecken dann dazu sind und dann kann ich dann halt, ja wie soll ich sagen, starten. Aber das wird noch, wie gesagt, ein bisschen dauern, dann liegt ja auch noch die Intermodellbau an. Da fahre ich ja auch hin, 2 Tage sogar. Ich muss mal gucken, ich weiß aber noch nicht genau, wann ich fahre. Dann bekomme ich noch Besuch. Ja, das wird dann alles sich noch ein bisschen verzögern. Aber ich hoffe, dass ich wenigstens in 1 oder 2 Wochen die beiden Platten da drauf habe. Dann bin ich wieder schon einen Schritt weiter. Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaltet bald wieder ein. Bis bald, euer Dortmunder Junge.